herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Ja, ihr Lieben, ich habe ein paar Produkte bekommen von der Firma Diamond Art Gift, die ich euch vorstellen darf. Und zwar habe ich das Video gestern schon gedreht, aber ich habe gestern im Hintergrund ein Pfeifen gehabt, weil mein Ladegerät mit am Mikro war und das wollte ich jetzt, habe ich gedacht, ich mache das jetzt heute nochmal, weil es so störend ist und das wollte ich euch natürlich jetzt nicht nochmal antun. Das letzte Video hatte ja diesen kleinen Pfeifton jetzt. Und darum habe ich die Pakete eigentlich schon ausgepackt, aber ich zeige euch jetzt alles nochmal. Ich habe nur eine kleine Bestellung. Ich zeige euch das jetzt einfach mal und und zwar habe ich mir zwei solche Boxen bestellt. Einmal eine 56er Slotbox. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich dieses Monopoly-Spiel jetzt habe. Und da brauche ich halt auch mal ein paar von diesen Boxen noch, dass ich die mir ein bisschen einsortieren kann, die Bilder. Hier sind 56 Farben, kann man hier einsortieren. Also 56 solche Döschen, immer hier in so 4er-Slots. Und da passen ungefähr in ein so ein Schächtelchen passen ungefähr 800 Steine. Ja, und ich arbeite tatsächlich sehr gerne mit denen. Und den Rest, was halt nicht reinpasst ins Stein, entweder ich fülle es ins nächste rein, wenn ich noch Platz habe, oder ich mache mir es einfach in eine kleine Meshtüte und lagere die und fülle dann nach. Aber ich finde die super, weil die halt auch nicht viel Platz wegnehmen. Ja, wie gesagt, die brauche ich ja nicht auspacken, ist das Gleiche. Bloß da sind 28 drin und hier 56. Ich schreibe euch wie immer hier die Preise unten hin und verlinke natürlich alles unten in der Infobox, falls ihr da Interesse dran habt. Die sind auch gar nicht teuer, finde ich, diese Boxen. Und ja, ihr wisst ja, Aufbewahrung kann man nicht genug haben. Ist echt so. Ja, so viele Bilder, wie ich immer anpainte. Aber ich habe mir jetzt das Ziel genommen, dass ich auch ein paar schaffe. Und mit dem Spiel, das ist dann, macht es ja nochmal ein bisschen mehr Spaß. Und ich bin guter Dinge, dass ich das schaffe. Wir werden sehen, wie es kommt. Es heißt ja auch, es ist jetzt nicht zwingend, dass ich die Bilder in dem Monat beende. Natürlich ist es das Ziel. Aber wenn es nicht schafft, dann kommt es beim nächsten Mal irgendwann dran. Genau, so. Also ich habe hier noch zwei Bilder. Machen wir erstmal das kleine Bildchen. Und zwar habe ich hier einmal dieses hier. Und da war auch ein Toolkit mit dabei. Das habe ich natürlich jetzt auf die Seite schon gelegt. Dass ihr aber nur wisst, da ist auch ein ganz normales Toolkit mit dabei, ein einfaches. Und zwar haben wir hier einmal den schneebedeckten Berg. Und zwar ist das so ein Bild mit Spezialsteinen bzw. Strasssteinen. Und hat die Größe 30x30 bzw. die zu bepaintende Fläche ist 25x25. Ja. Und wir haben hier 15 Farben. Klebekraft ist auch gut. Und ja, der Druck ist sehr, sehr gut. Ich meine, die Buchstaben finden sich ja alle auf weißem Hintergrund. Da bin ich mal gespannt, wie das rauskommt, ob die Steine auch alles weiße abdecken oder ob man hier in dem Rot dann den weißen Hintergrund rausblitzen sieht. Da kann man mal, sieht man aber erst, wenn man es natürlich gepaintet hat. Ja, und ein kleines süßes Bild für zwischendurch. Hier haben wir auch schön die Bildnummer mit drauf, die hier oben steht. Schön deutlich, super. Rote, grüne, also eher so Petrol. Schönes Hellblau, Dunkelblau, Violettstrass. Und hier, ihr seht hinten, die Silberhaut ist ganz schön noch, gleichmäßig, nicht verletzt. Das heißt, schöne Qualität. Hier haben wir ein bisschen größere, hier haben wir so ein bisschen irisierende, ein bisschen so
könnte man schon fast sagen, LB Strass in groß. Und hier auch nochmal LB Strass in violett in groß. Hier haben wir so Halbperlen, so, also sehen aus wie so Tropfen, bloß halt nicht in die Tropfenform, sondern rund. So perlmuttfarbene. Hier so hellblaue, größere Strasssteinchen. Rote, ein bisschen größere. Das sind wieder solche Halbperlen. Ne, das ist Strass. Sieht man, Strass ist geschliffen. Und hier haben wir auch diese Halbperlen in blau. Sehr schön. Ja, also Steinchen sehen prima aus. Hinten sind nicht verkratzt oder beschädigt. Groß. Sahen ordentlich aus. Also von daher macht einen guten Eindruck das Bild, kann man gar nichts sagen. 15 Farben, prima. Kann man das einmal wegmachen. Und dann kommen wir zu dem großen Bild. Und das ist so, so schön. Ich freue mich, euch das zu zeigen. Und zwar, tada, habe ich hier dieses schöne große Bild. Ja, ist das nicht schön? Megamäßig toll, oder? Also super schön. Ich kann es nicht so richtig hochkant nehmen, aber ich nehme es mal so, dass ihr die Schildkröte schön seht. Ist das nicht schön? Das hat eine Leinwandgröße von 75x35 und die zu bepennende Fläche ist 70x30. Super schön. Und hier die Qualle. Hey, ganz, ganz schönes Bild. Ich habe mir das Bild noch bei einer anderen Firma bestellt, weil dieses hier geht weg. Das verlässt meinen Stash und für mich persönlich habe ich es mir nochmal woanders bestellt. Also ihr werdet es auf jeden Fall nochmal zu sehen bekommen. Ja, ist das schön. Ey, total. Und auch die Schildkröte, wie sie rauskommt. Hier diese ganzen Quallen, wie die... Oh, richtig schönes Bild. Wir haben hier 24 Farben. Klebekraft ist super. Schauen wir uns mal den Druck an. Druck sieht gut aus. Wir haben hier runde Steinchen. Doch, der ist schön. Schöner Druck. Süße Schildkröte. Sehr schön. Ja, das wird Spaß machen. Ja. Sehr toll. Ach, schön. Das freut mich, dass es so schön rauskommt, das Bild. Dann schauen wir uns mal noch die Steinchen an dazu. Die, wie ihr sehen könnt, kommen hier in so Druckverschlussbeuteln. Können wir uns mal ein paar Farben anschauen. Wir haben hier Acrylsteinchen. Aber die sehen gut aus. Schön gleichmäßig. Keine Nasen. Auf den Anhieb sehe ich da auch keine schlechten Steine. Hier steht auch die Bildnummer nochmal mit drauf. Ja, die sehen super aus, die Steinchen. Prima. Also Steinequalität sieht gut aus. Da gibt es nichts zu meckern. Wir haben hier auch zwei Legenden. Das heißt, man könnte das zusammenpainten, wenn man möchte. Und da war nämlich auch ein größeres Toolkit mit dabei mit zwei Stiften, zwei Schiffchen und zwei Wachsplättchen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in der Familie zusammenpainten, kann einer von der Ecke und der andere von der Ecke painten. Und man kann auch direkt loslegen, weil es hier abgefüllt ist in Druckverschlussbeuteln. Was ich persönlich sehr schön finde, falls man mal keine Aufbewahrungsmöglichkeiten mehr hat. Ich habe jetzt wieder welche, aber dann kann man das direkt aus den Beuteln painten, wenn man direkt losstarten möchte. Ja, in diesem Sinne,
war es das auch heute schon. Also es war jetzt ein kleines, kurzes Video. Der Shop hat die Möglichkeit, dass man zum Beispiel 4 Bilder in den Warenkorb legt, aber nur 3 bezahlt. Schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, vielleicht findet ihr auch was Schönes. Und ich verlinke natürlich die Sachen unten drin. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Painting-Probe mache ich heute keine, da ich ja dieses Bild weitergebe. Und beim Strass möchte ich natürlich jetzt nicht keine Paint-Probe machen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich habe von dem Shop schon mal angepackt. Da kann ich euch gerne das unter dem E-Mail verlinken. Dann könnt ihr euch da auch noch mal reinschauen. Ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.